Willkommen zurück zum zweiten Teil meines Exotic-Items-Guides und zwar geht es äh, diesmal um die exotischen Rüstungsteile, die ihr bekommen könnt. Im ersten Teil, den werde ich euch am Ende des Videos natürlich verlinken, ging es um die exotischen Waffen und da hat mir der ein oder andere unter das Video geschrieben, dass er auch Waffen bei anderen Bossen bekommen hat, wie die, die ich im Video genannt habe. Das kann durchaus sein, dass es mit 1.6.1 dann eine kleine Änderung gab. Wenn ihr allerdings gezielt entsprechende Waffen farmen Wollt, dann würde ich mich doch an äh, den Guide halten, denn die Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, dass ihr das bei Missionen außerhalb der genannten Bosse bekommt, ist dann relativ gering. Gut, wie gesagt, heute geht es um die exotischen Rüstungsteile und fangen wir erstmal allgemein an, denn es gibt ja noch, abgesehen von den Named-Gegnern, wo die Rüstungsteile droppen, natürlich noch die Behälter. Und bei den Behältern schaut es wie folgt aus. Es gibt die Einsatzbehälter, die letzte Gefechtbehälter, die Untergrundbehälter, die Survivalbehälter. Da habt ihr jeweils eine einprozentige Chance, dass euch daraus ein Exotik droppt. Und dann natürlich auch entsprechend ein ähm, ja, exotisches Rüstungsteil. Dann gibt es natürlich noch die exotischen Behältern und die Wochenbehälter. Da ist die Chance, dass ihr ein Exotik bekommt, 100%. Dass das natürlich dann auch ausgerechnet das Rüstungsteil ist, das ihr wollt. Da ist die Chance natürlich sehr viel geringer. Aber ihr bekommt zu 100% eben ein Exotik aus diesen Behältern. Dann gibt es natürlich noch die Dark Zone besten Listenbehälter. Und bei so einem kleinen Behälter ist die Chance 0%, dass ihr einen Exotik bekommt. Bei den mittleren Behältern ist die Chance 50%, dass ihr ein Exotik bekommt. Und bei den großen Behältern ist die Chance 100%. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Boss, wo ihr das erste Rüstungsteil bekommt. Wie ihr sehen könnt, stehe ich hier am Madison-Feld-Lazarett und genau hier beim Endboss habt ihr die Chance, die Shortbow-Championship-Pads zu finden. Also, kurz gesagt, die Shortbow-Knieschoner und die Drop Chance beim Endboss, die zu bekommen, beträgt 1%. Jetzt stehe ich hier an der Generalversammlung und die kennt ihr ganz sicherlich auch, wenn ihr die Storyline abgeschlossen habt, denn da am Ende kämpft ihr ja gegen Colonel Bliss in seinem Hubschrauber und genau bei dem gibt es dann auch das Colonel Bliss Holster und die Dropwahrscheinlichkeit, bei Colonel Bliss dieses Holster zu bekommen, beträgt 2%. Und ihr seht, ich stehe hier jetzt am Lexington Event Center und um was wird es da wohl gehen, ganz klar, hier geht es um die LeRae barrett weste Und ja, warum müsst ihr hier so oft rein, um die LeRae barrett weste zu bekommen? Ganz einfach deshalb, weil die Dropschance bei einem Prozent liegt. Das heißt, wenn ihr gezielt farmen wollt nach dieser Weste, dann empfehle ich euch ins Lexington Event Center zu gehen. Das nächste exotische Rüstungsteil, um das es geht, ist Pharaohs Exogens Mask, und zwar die Pharaohs Maske auch genannt. Die bekommt ihr eben ganz klar in Napalm Produktionsstätte und da müsst ihr eben John Pharaoh zur Strecke bringen und dann habt ihr eine einprozentige Chance, diese Maske zu finden. Jetzt geht es noch um die Skull MC Gloves, also um die Skull Handschuhe. Das ist ein Item, das will eigentlich jeder... Der einen Goldbild spielt und dazu müsst ihr hier Open-World-Bosse zur Strecke bringen, wie hier diesen dicken Typen da hinten. Ich werde euch am Ende des Videos auf jeden Fall einen Guide ähm, ja, verlinken, damit ihr hier die Busrunde machen könnt und möglichst zügig eure Scala-MC-Handschuhe findet. Und jetzt bringe ich den gerade mal zur Strecke, vielleicht haben wir Glück. Denn das letzte Mal haben wir ja Glück gehabt und hatten wirklich beim Guide einen Drop äh, mit einer Exotic-Weapon. Hier in dem Fall haben wir leider kein Glück. Auf jeden Fall wie gesagt, die Chance, die liegt übrigens bei 2%, die Skull MC Handschuhe bei solchen Open World Bussen zu bekommen. Wenn ihr also etwas Glück habt, dann gehören die bald euch. Zum Schluss und der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch ein exotisches Rüstungsteil vorstellen, das ihr ursprünglich in der Dark Zone bekommen habt. Im Moment gibt es das nicht und zwar geht es um das Ninja Back. Das ist im Moment nicht verfügbar, aber das Ninja Bag soll überarbeitet werden und deswegen nehme ich das hier mal rein, denn ich denke mal, dass es früher oder später wieder auftaucht, dieses exotische Rüstungsteil. Und man bekommt das Ganze oder hat das Ganze bei allen Bossen in der Dark Zone bekommen. Also, mit etwas Glück ist dann hier der Ninja Bag gedroppt und die Chance lag bei 1%. Wie gesagt, im Moment gibt es dieses Ninja Bag nicht. Denn das war wirklich mit Abstand das schlechteste Rüstungsteil, was man sich vorstellen kann. Und ähm, ja, die Entwickler haben halt zugesagt, so sie überarbeiten das. Von daher denke ich mal, dass es früher oder später auf jeden Fall wieder reinkommt. Und ich denke auch, dann wird der Droport der gleiche sein: die Dark Zone. Und zwar, wie gesagt, bei allen Bossen mit einer Chance von 1%. Das hatte ich ja schon gesagt. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Es ist so, dass ähm, es möglicherweise auch Drops bei anderen Named-Bossen gibt von exotischen Rüstungsteilen. Das kann durchaus sein, denn bei den Waffen, wie anfangs gesagt, ist es wohl so, dass äh, man da mit 1.6.1 eine kleine Änderung vorgenommen hat. Und ähm, ja, wie hoch die Dropchance ist, weiß ich natürlich an der Stelle nicht genau. Ich glaube aber, dass sie sehr viel geringer ist als die Dropchance, ähm, wenn ihr die Sachen entsprechend gezielt farmt bei den Bossen, die ich euch gezeigt habe. Und ja. Dann bleibt mir eigentlich nur euch noch viel Glück zu wünschen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir sehr gerne ein Däumchen hinterlassen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben. Wenn ihr zum Beispiel ähm, Rüstungsteile auch mal woanders gedroppt bekommen habt, schreibt es ruhig rein. Dann vervollständigen wir den Guide hier nochmal. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch reinschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder irgendwas anderes sein sollte, immer rein damit in die Kommentare. Ich lese das. Und ähm, wie schon gesagt, ich werde euch jetzt gleich noch die Videos am Ende verlinken. Und wenn ihr mich supporten wollt, findet ihr nach. Wie vor in den Kommentaren entsprechende Links zu MMOKA, da bekommt ihr sehr günstig Games. Und dann bis zum nächsten Mal hier in der Division, euer Latan.